Ja, mein Name ist Thomas Lohninger. Ich bin Netzaktivist. Also ich habe ganz lange Jahre als Hobby mich um das Internet gekümmert, also gegen Überwachungsgesetze und für Netzneutralität. Das war irgendwie mein Hobby neben meinem Job als Programmierer und neben meinem Anthropologiestudium. Und irgendwann ist dieses Hobby zum Beruf geworden. Und inzwischen jetzt seit ein bisschen mehr als 2 Jahren kann ich das, was vorher wirklich so in meiner Freizeit meine Passion war, inzwischen eben wirklich Vollzeit machen als Geschäftsführer vom Arbeitskreis Vorratsdaten in Österreich. Wir sind eine NGO, die es seit 2010 gibt, die die Vorratsdatenspeicherung weggeklagt hat, gemeinsam mit anderen. Und im Moment ganz viel in allen möglichen Grund- und Menschenrechtsthemen, die im Internet- und Digitalbezug haben, arbeiten. Meine provokative Aussage wäre, dass unsere Grund- und Menschenrechte gerade massiv in Gefahr sind. Wir sehen, dass es auf europäischer wie auf nationaler Ebene immer mehr Gesetze gibt, die versuchen, uns unsere erkämpften Grundrechte wegzunehmen. Wir sehen, dass wir immer gläsernen Digitalen werden, dass immer mehr Daten über uns anfallen und die Begehrlichkeiten wachsen daran. Und wir müssen uns wehren dagegen. Wir sehen, dass nur dort, wo es eine Öffentlichkeit gibt, wo sich Menschen auf die Hinterbeine stellen, wir unsere Grundrechte verteidigen können. Ich würde es untermauern mit ganz konkreten Beispielen. Als wir 2015 wurde das polizeiliche Staatsschutzgesetz in Österreich vorgestellt. Das ist eine massive Ausweitung von Überwachungskompetenzen. Und das irgendwie, nachdem Edward Snowden den größten Geheimdienstskandal der Geschichte aufgezeigt hat. Wir sehen bei diesem Gesetz, wie bei ganz vielen Gesetzen, dass es massive Kritik gibt aus allen Seiten, dass sowohl Richter wie auch Anwälte, wie Datenschützer, wie auch Kirchen sagen, das geht so eigentlich nicht. Trotzdem werden diese Gesetze durchgebracht. Das Staatsschutzgesetz ist leider schon beschlossen seit Jänner 2016. Wir sind gemeinsam mit einem Drittel der Nationalratsabgeordneten vor den Verfassungsgerichtshof dagegen gezogen und die Klage ist jetzt noch anhängig. Ähnliche Vorstöße gibt es immer wieder. Das BND-Gesetz in Deutschland, was jetzt gerade debattiert und wahrscheinlich noch im Oktober beschlossen wird, ist eine ähnliche Ausweitung von Überwachungsbefugnissen. Also die Bedrohungen sind, glaube ich, sehr real, wo man festmachen kann, worum es geht. Gleichzeitig gibt es so viele Chancen durch die Digitalisierung. Man könnte ja einfach, es ist noch nie so einfach und billig geworden, Wissen zu teilen. Es ist noch nie so einfach gewesen, Menschen zu erreichen und in Diskussionsprozesse einzubeziehen, Demokratie und Bildung wirklich zugänglich zu machen. Aber leider werden diese Chancen nicht in dem Umfang genutzt, wie sie möglich sind. Also da stehen uns Dinge im Weg, sind das jetzt zum Teil eben Urheberrecht, auch im Bildungsbereich zum Beispiel, oder eben auch Fragen, wo es einfach keine offene Wissensvermittlung gibt, sondern alles weiter hinter verschlossenen Türen bleibt. Wir haben bei dem Thema Netzneutralität, das ist schon abgeschlossen, auch gesehen, dass dieser Kampf um die Freiheit im Netz sehr real ist. Da hat sich eine 500.000 Menschen in Europa eingebracht in diesen Prozess, um das Internet als neutrale Plattform, in der alle gleichberechtigt sind, zu erhalten. Und da, bei dem EU-Gesetz, haben wir es wirklich geschafft, uns durchzusetzen. Also man kann schon irgendwie konstatieren, die Netzpolitik in Europa funktioniert, aber es ist eine enorme Kraftanstrengung von sehr wenigen Gruppen in ganz Europa, die das leisten. Und das ist zunehmend ein Abwehrkampf, der an die Substanz geht. Und irgendwann einmal müssen die Politiker aufhören, schlechte Gesetze vorzuschlagen, sondern gute Gesetze vorschlagen, weil ansonsten kommen wir als Gesellschaft nicht weiter. Naja, in die Zukunft schauen, vor allem wenn es so die Zukunft einer ganzen Gesellschaft betrifft, ist schwer. Das Internet ist ein Spiegel der Gesellschaft. Wir sehen da drin so ziemlich alles an wunderbaren und scheußlichen Dingen, die es auch so in unserer Gesellschaft gibt. Das Internet hat aber auch diese Eigenschaft, dass es Nischen groß macht.
wenn ich ein begeisterter Eisenbahnfan bin in einem Ort, wo es sonst niemanden gibt, der sich für Eisenbahnen interessiert, kann ich übers Internet trotzdem die anderen Leute finden. Das ist einerseits gut, gleichzeitig ist es aber auch da, wo sich Menschen radikalisieren und wo es vor allem ganz stark um Hetze und um faktenferne Weltbilder geht. Auch dort können sich Leute übers Netz vernetzen und finden. Und ich glaube, da steht die Gesellschaft vor einer Herausforderung, weil dieser Spiegel uns halt wirklich auch alles zeigt, was in unserer Gesellschaft da ist. Ich glaube, aber gerade, dass es auch angesichts solcher Gefahren wichtig ist, sich eben auf die Grundrechte zu berufen und auch ehrlich hinzuschauen, was wir für Probleme in der Gesellschaft haben. Es gibt ganz wenige Beispiele, wo soziale Probleme mit Technik gelöst werden können. Technik ist immer nur ein Werkzeug und kann auf die gute und auf die schlechte Art eingesetzt werden. Ganz wichtig wäre es heutzutage, dass die Politik mit einer Vision vorangeht. Ja? Wie, in was für einer Gesellschaft wollen wir leben? Die Frage wird uns die Technik nicht abnehmen. Ja? Und je länger wir die hinausschieben, solange es keine Vision gibt, für die man Leute begeistern kann, glaube ich, dass diese Auflösungstendenzen sich verstärken werden. Ja, ich glaube, ich hatte es euch schon letztes Jahr so gesagt. Also wir stehen so ein bisschen am Scheideweg zwischen Orwell, Huxley und Kafka. Also wir haben so einerseits diese komplette Kontrollgesellschaft, in der wir alle gläsern sind, als Dystopie. Ja, in dieser Dystopie gibt es Algorithmen, die über Menschen entscheiden und du hast als Einzelner keine Möglichkeit, rauszufinden, wieso habe ich jetzt gerade beim AMS diese Fortbildung nicht mehr bekommen, wieso ist mir jetzt meinem Kind dieser Kindergartenplatz nicht gewährt worden. Es werden einfach automatisierte Entscheidungen über Menschen getroffen, ohne dass da irgendeine Menschlichkeit dahinter steht. Wenn es um Bonitätsprüfungen geht, ob man eine Kreditkarte oder ein Fahrrad auf Ratenzahlung bekommt, dann ist das heute schon so. Und das ist gefährlich, weil da Entscheidungen automatisiert werden und das dann in einer Blackbox abläuft. Also da gibt es so viele mannigfaltige Veränderungen in der Dystopie, auf die ich jetzt gar nicht alle eingehen kann, aber das ist genau die Debatte, die wir führen, um auf diese Risiken hinzuweisen, weil jetzt gerade passiert diese Digitalisierung. Wir sehen einfach, dass jetzt gerade die Gesetze geschrieben werden. Wenn ich ins Auto steige in 10 Jahren, dann produziert dieses Auto Daten über mich. Nämlich, wo ich mich hinbewege, wie schnell ich fahre. Und das sagt sehr viel aus über einen Menschen. Da kann man auch sehr viel rauslesen, weil Daten immanent sind. Ich weiß gar nicht, was ich aus dem Fahrstil eines Menschen alles über seinen Charakter rausfinden kann. Und jetzt werden die Gesetze gemacht. Wie wird mit diesen Daten umgegangen? Gehören die mir als Fahrer? Gehören die dem Autohersteller? Gehören die dem Staat? Und das sind ganz viele wichtige Grenzziehungen, die in unserer Generation passieren und ich glaube, die werden für lange Zeit bestehen bleiben. Diese Netzpolitik ist deswegen spannend, weil sie passiert, ob wir jetzt hinschauen oder nicht. Die Politik trifft diese Entscheidungen, die Industrie schreibt diesen Code, bringt diese Geräte in die Welt, ob wir es wollen oder nicht. Ich glaube, es ist gerade da, angesichts dieser Dystopien ganz wichtig, eben auch Utopien entgegenzusetzen. Wie kann ich denn selbstbestimmt mit dieser Technik umgehen? Was ist der maximale Mehrwert für den Fahrer, für den Automobilhersteller, was Sicherheit und Entwicklung angeht und für die Gesellschaft, wenn es auch um Ökologie und sowas geht? Wie kann ich diese Utopie in den Code, in die Gesellschaft, in die Gesetze einschreiben? Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir mit dieser Herangehensweise auf Netzpolitik schauen. Also zuerst einmal, ich begrüße diese Digital Roadmap und generell dieses Zugehen der Politik auf Digitalthemen. Ich glaube, das ist längst überfällig. Das ist ein wichtiger und richtiger Schritt, den die Bundesregierung damals gesetzt hat, als Ganzes. Und
so positiv, wie ich den in der Absicht sehe, so groß ist dann auch meine Kritik in der Ausführung, weil das halt eben gerade nicht ein Bottom-up-Prozess war, der versucht hat, wirklich Leute einzubinden, sondern das war proprietäre Software, die da verwendet wurde, um diese Bürgerbeteiligung abhalten zu lassen. Es gab keinen wirklichen Diskussionsprozess, wo man das Gefühl hatte, man ist ernst genommen. Die Thesen, die da drinnen standen, wurden alle von einer Lobbyagentur in Österreich geschrieben, der größten Lobbyagentur Österreichs, by the way, in der parlamentarischen Debatte, die es jetzt ja zum Abschluss dieses Projektes gab, hat man schon recht rausgehört, dass keiner der Abgeordneten, der was dazu gesagt hat, auch nur ein einziges Kommentar der Nutzer gelesen hat. Also ich bin der Erste, der einfordert, dass die Politik sich mit der Bevölkerung beschäftigen muss und der auch wirklich das als Bringschuld sieht. Wir müssen den Politikern sagen, was wir wollen, als Bevölkerung. So funktioniert Demokratie in meinen Augen. Aber so wie das hier gemacht wurde, ist es vielleicht gut gemeint, aber auf jeden Fall schlecht gemacht. Und da müsste man ernsthafter und ergebnisoffener auf die Bevölkerung zugehen. Das ist sicher nicht leicht, aber eben in der Konzeption von solchen Dingen sollte man eben nicht jemanden beauftragen, der einem das dann wie ein PR-Projekt abhandelt, sondern man sollte wirklich zuerst mal mit den Leuten reden, die man mit ins Boot holen will. Und das darf nicht nur die Industrie sein, wie das leider in Österreich bei Digitalthemen viel zu oft der Fall ist. Ich wünsche mir, dass wir bessere Gesetze bekommen. Ich wünsche mir, dass die Politik, und das sind wir alle, ja, offensiver und bewusster mit diesen Themen umgeht. Ich wünsche mir vor allem einen transparenten Staat. Ich wünsche mir einen wirklich gläsernen, maschinenlesbaren Staat, wo ich von außen reinschauen kann und einfach sehe, was wird mit meinem Steuergeld getan? Wer trifft hier Entscheidungen? Aufgrund welcher Faktenlage? Da sind wir in Österreich so Millionen Kilometer weit noch weg, weil wir bei uns halt immer noch das Amtsgeheimnis im Verfassungsrang ist, weil bei uns bei weitem noch nicht dieser Automatismus einkehrt, dass alles, was der Staat produziert, irgendwann einmal öffentlich ist. Ja, es kann immer Gründe geben, wieso etwas geschützt bleiben muss, weil da jetzt personenbezogene Daten drinnen sind oder weil das wirklich sensible Interessen betrifft. Aber überall da, wo es nur um Geschäftsgeheimnisse geht, wo es nur darum geht, dass jemand sich vielleicht schämt, wenn das nach außen kommt, das ist kein Grund, vor der Bevölkerung, vor dem Souverän zu verheimlichen, wieso der Staat das tut, was er tut. Und wir brauchen ein modernes Transparenzgesetz, das ist wirklich das Thema, wo sich Österreich am meisten schämen muss und wo es de facto keinen guten Grund gibt, wieso wir nicht längst so ein modernes Transparenzgesetz haben. Da gibt es viele Vorbilder, sei das jetzt USA, Slowenien oder die nordischen EU-Länder. Und wir sehen hier, dass da die Kolleginnen und Kollegen von Transparenzgesetz.at, denen muss man hier wirklich auch Respekt zollen, die tun seit Jahren einen verdammt guten Job bei diesen Themen und haben immer noch nicht ihr Transparenzgesetz bekommen. Und ich finde, da sollte die Politik aktiv drauf zugehen. Ich glaube, mehr Menschen sollten die Botschaft wahrnehmen, Zivilgesellschaft wirkt. Auch wir als AK-Vorrat sind ja extrem davon abhängig, dass wir ehrenamtliche Arbeit haben. Wir haben nur ein ganz kleines Team von bezahlten Mitarbeitern. Wir leben von Spenden. Und je mehr Menschen auch mit der Haltung darauf zugehen, dass sie Macht haben, dass sie der Souverän sind, dass sie Politik mitgestalten können, ich glaube, in einer umso besseren Gesellschaft werden wir leben. Und deswegen sollten sich Menschen viel mehr für Politik interessieren und aktiv in diese Prozesse mit einbringen.